Hallo Leute, und zwar möchte ich euch einmal ganz kurz mal vorstellen, meine Seite, die ich aufgebaut habe. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, bei GearBest teilweise sich zurechtzufinden, weil das alles irgendwie nicht so richtig gut sortiert ist. Und deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, einfach mal so für den Arnet A8 und also für den 3D-Drucker alles Mögliche zusammenzustellen, so auf einen Blick. Und dann könnt ihr das über meine Seite finden. Ich gehe mal hier, einmal habe ich hier sozusagen einen 3D-Printershop und ein Filament. Wenn ihr auf den 3D-Printershop geht, dann kriegt ihr hier einmal den Drucker selbst angezeigt und dann alles mögliche an Zubehör, also neue Nozzles unten oder hier diese Kugellager, die worauf sich die Schienen bewegen, neues Board und die neuen Motor, Netzteil, so ein Transportteil für das Filament, ein Zahnrad, also für diese Zahnriemen und diese kleinen Räder. Und hier sind dann sozusagen die Temperaturmesser, noch ein anderer Thermometer einzeln. Hier gibt es 10, sogar die Sprungfeder gibt es da. Neues Display hier für den Druckkopf unten, diese Verbindung, wo er raufgeschraubt ist. Hier haben wir dann nochmal den Heizer für den Druckkopf. Hier haben wir ein Auto-Leveling, wenn ihr das so bei euch anbauen wollt. Das hier ist so ein Kapton-Band, also dieses hitzebeständige Klebeband, was unterm Hotbed ist, womit die Kabel fest sind. Dann haben wir hier nochmal so ein fürs Druckbett zum Bekleben, einen neuen Druckkopf, eine einzelne Nozzle, hier die Endstops. Hier haben wir so ein Kabelleitsystem, da kann man die Kabel reinleiten, das bewegt sich dann, ist nicht beim Original dabei, kann man aber nachträglich einbauen. Dann haben wir hier unten das, was auf den Stepper-Motor drauf ist, neue Stange. Hier ist ein Zahnriemen, das Heizbett und der Lüfter, der vorne dran hängt. Sowie auch nochmal die anderen Arnet-Drucker, die es gibt, habe ich hier nochmal eingefügt. Da gibt es diesen hier mit dem vollen Gehäuse rum und dann den A2, der recht viel, wenig aussieht, noch wenig aussieht. Und dann der Arnet A6, der sehr ähnlich zum Arnet A8 ist. Das ist sozusagen, habe ich mal alles zusammengestellt. Wenn man hier auf eine Seite rauf geht, dann kriegt man hier nochmal so ein paar zusammengefasste Sachen. Und hier, wenn ihr hier raufklickt, kommt ihr direkt zu GearBest. Der Preis muss nicht immer unbedingt stimmen. Das war der Preis, der zu dem Zeitpunkt war, als ich das gestellt habe. Dann habe ich als zweites Filament. Das ist alles das Filament, was es bei GearBest gibt. Da zum Beispiel, wenn man jetzt hier auf dieses C-Camel hier geht, dann habe ich hier unten nochmal die ganzen Farben, die ich gefunden habe. Und muss natürlich nicht immer alles vorhanden sein. Vielleicht gibt es auch mal andere Farben. Aber hierüber kommt ihr auf jeden Fall auf das Filament. Hier müsst ihr dann auf die Bilder klicken bei dem hier. Bei den anderen ist es, glaube ich, manchmal ein bisschen anders aufgebaut. Genau da habe ich dann hier verschiedene Filamenttypen. Also auf jeden Fall findet man da das ganze GearBest-Filament. Und das war es eigentlich. Die anderen beiden Punkte, da habe ich mal ein paar von meinen getesteten Produkten eingebunden. Hier nochmal zwei Videos und Tipps, wie man bei GearBest bestellen muss. Und das ist eigentlich, den Link hänge ich unten rein unter das Video, dass ihr das findet. Also ich weiß nicht, also ich finde mich mal bei GearBest nicht zurecht und so hat man eine gute Übersicht, was es da so alles gibt. Kann natürlich sein, dass es noch mehr gibt, was ich dann nicht gefunden habe. Wenn jemand also irgendwas findet, was hier nicht drauf ist, dann kann ich das gerne ergänzen. Okay, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.